Jetzt kommen die Leute, die unbekannten Leute sind reingekommen. Die müssen wir jetzt hören, was die da alles wollen. Ich hab da noch nicht verstanden. Ich habe das noch nicht verstanden. Nach einer langen Pause, während der Propst seine Pfeife stopfte und Ödegard, der nicht rauchte, die Leute sich näher betrachtete, begann schließlich eine blasse, blonde Frau von vielleicht 40 Jahren das Gespräch. Ihre Stirn war sehr schmal, ihre Augen waren groß, aber scheu. Sie wusste nicht recht, wo sie hinsehen sollte. Sie sagte, »Der Herr Pfarrer hat heute solch schöne Predigt gehalten. Sie passte so gut zu unserem Gedanken, denn wir auf dem Euhof haben letzthin viel von der Versuchung geredet.« Sie seufzte. Ein Mann mit einem etwas kurz geratenen Untergesicht und einem großen, breiten Oberkopf seufzte auch. »Herr, bewache unsere Wege. Wende meine Augen ab, dass sie nicht auf eitle Dinge schauen.« Und Else, dieselbe, die zuerst gesprochen hatte, seufzte wieder und sagte, »Herr, wie soll ein junges Menschenkind seinen Pfad reinhalten, da es wandelt nach deinem Worte?« Das klang in ihrem Munde etwas seltsam, denn sie war nicht mehr jung. Ein Mann in mittleren Jahren aber, der den Kopf schief hielt und sich in einem Fort hin und her bewegte, wobei er seine Augenlider nie ganz aufschlug, sagte im Halbschlaf, »Jedwedem, dem der Name Christ durch Jesu Tod gegeben, dem folgt Satan Trug und List wohl durch sein ganzes Leben.« Der Propst kannte sie zu gut, um nicht zu wissen, dass dies bloß die Einleitung war. Deshalb wartete er, als sei nichts gesagt worden. Obwohl wieder eine lange Pause eintrat, die nur vom Seufzern unterbrochen wurde, eine kleine Frau, die noch kleiner dadurch wurde, dass sie gebückt dasaß und die in so unglaublich viele Tücher eingemummt war, dass sie auf ein Bündel aussah, ihr Gesicht war völlig verdeckt, fing jetzt an, auf ihrem Stuhl hin und her zu rutschen und gab schließlich ein paar von sich. Sofort schrak die blonde Frau auf und sagte, »Auf dem Ölhof ist jetzt Schluss mit allem Spiel und Tanz. Aber«, sie hielt wieder inne, »Lars dagegen, der Mann mit dem großen Oberkopf und der großen unteren Gesichtshälfte, fuhr fort, aber einer der Spielmann Hans, der will nicht Schluss machen.« Als auch Lars über das Weitere nachgrübelte, kam der junge Mensch ihm zu Hilfe, denn er weiß, dass auch der Herr Propst ein Instrument hat, nach dem hier im Pfarrhaus getanzt und gesungen wird. Das kann ihn wohl für keine größere Sünde sein, als für den Herrn Propst, sagte Lars. Es liegt so, dass das Spielen bei Herrn Propst die anderen in Versuchung führt, sagt Else behutsam, wie um ihnen vorwärts zu helfen. Der junge Mensch aber fügte kräftiger hinzu, es ärgert die Unmündigen, wie geschrieben steht, wer aber ärgert diese Geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre besser, dass er einen Mühlstein an seinen Hals hängt und er ersäufelt würde im Meer, da es am tiefsten ist. Und Lars löste ihn ab. Unser Anliegen an dich ist also, dass du dein Instrument forttust oder es verbrennst, damit es nicht zum Ärgernis wird. Für deine Pfarrkinder, fügte der junge Mensch hinzu. Der Propst dampfte und paffte und sagte schließlich in dem sichtbaren Bemühen, seine Ruhe zu bewahren, »Mir ist dies Spiel keine Versuchung, mir ist es eine Erquickung und eine Befreiung. Nun wisst ihr aber, dass alles, was unseren Geist frei machen kann, uns empfänglicher und verständnisvoller macht, deshalb glaube ich ganz gewiss, dass diese Musik mir eine Hilfe ist. Und ich weiß, es gibt Pfarrer, die nach Pauli Wort trotzdem darauf verzichten würden, wenn ihre Pfarrkirche sie darum beten«, sagte der junge Mensch. »Vielleicht habe ich früher seine Worte auch in diesem Sinne aufgefasst«, antwortete der Propst, »aber jetzt nicht mehr. Man kann wohl auf eine Gewohnheit oder auf einen Genuss verzichten, aber man soll sich hüten, einseitig und beschränkt zu werden mit den Einseitigen und Beschränkten. Ich handle dadurch nicht allein Unrecht an mir selbst, sondern auch an den Menschen, denen ich ein Beispiel geben soll. Denn ich gebe ihnen ja ein falsches Beispiel, ein Beispiel gegen meine Überzeugung.« Der Propst brachte selten außerhalb seiner Kanzel eine so lange Auseinandersetzung zustande. Er fügte hinzu, »Ich werde mein Instrument nicht weggeben und nicht verbrennen. Ich will es noch oft hören, weil ich oft das Bedürfnis danach habe und ich möchte wünschen, dass auch ihr bisweilen in aller Unschuld euren Geist freimachet durch Gesang, durch Spiel und Tanz,
denn ich halte das für gut und richtig. Der junge Mensch beugte den Kopf zur Seite. Pfui, spuckte er aus. Der Propst wurde blutrot im Gesicht und es entstand eine Pause. Da setzte der Hin- und Herwiegende mit lauter Stimme ein. O Herr, wie schwach ist dieser Leib, denn nur mit Angst und Zagen kann Arm und Reich, kann Mann und Weib sein Kreuz geduldig tragen, denn Fleisch und Blut gebrechlich sind, das müssen wir alle sagen. Und dann las mit sanfter Stimme, also du sagst, Spiel und Tanz sei richtig, ne? Also es ist richtig, den Satan durch die Stimme aufzuwecken, ne? Also das sagt unser Herr Pfarrer, na dann wissen wir es ja, ne? Also er sagt, alles, was in Müßiggang und Sinnlichkeit geschieht, ist zur Erlösung und zur Hilfe da, alles, was einen in Versuchung führt, ist richtig. Jetzt mischte sich aber Ödegard ein, denn er sah dem Propst an, dass die Sache schief gehen würde. Sag mal, guter Mann, was führst uns denn nicht in Versuchung? Alle sahen dahin, woher diese sicheren, schneidigen Worte kamen. Die Frage an sich war so unerwartet, dass Lars im Handumdrehen nicht wusste, was er antworten sollte. Auch die anderen nicht. Da klang es wie aus einem Brunnen oder aus einem Keller heraus. Das ist die Arbeit. Die Stimme kam von den vielen Tüchern her. Es war Randi, die zum ersten Mal auch ein Wort sagte. Ein triumphierendes Schmunzeln zog über Lars kurzes Untergesicht. Die blonde Frau blickte zuversichtlich zu ihr hin. Selbst der junge Mensch an der Tür verlor für einen Augenblick die spöttische Wölbung der Lippen. Ödegard war es klar, dass dies das Haupt sein musste, obwohl es nicht zu sehen war. Er wandte sich deshalb an sie. Wie muss denn die Arbeit beschaffen sein, damit sie uns nicht in Versuchung führt? Sie wollte hierauf nicht antworten. Der junge Mensch aber entgegnete, der Fluch lautet, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Sie soll aber Schweiß und Mühe bringen. Und außer Schweiß und Mühe nichts. Zum Beispiel keinen Vorteil. Hierauf wollte er auch nicht antworten. Aber nun fühlte sich das kurze Untergesicht berufen. Doch, so viel Vorteil wie möglich. Aber dann muss es doch auch in der Arbeit eine Versuchung liegen. Nämlich die Lockspeise eines zu großen Vorteils. Bei dieser Umsingelung kam ein Satz aus der Tiefe. So ist es der Vorteil, der uns versucht und nicht die Arbeit. Ja, aber was will das sagen, wenn die Arbeit um des Vorteils willen übertrieben wird? Sie verkroch sich wieder. Lars aber wagte sich heraus. Was heißt die Arbeit übertreiben? Na, wenn sie dich zu einem Tier macht, wenn sie dich in Sklaverei bringt. Sklaverei muss sein, sagte der den Schweiß des Angesichts haben wollte. Aber kann Sklaverei zu Gott führen? Arbeit ist Gottesdienst, rief Lars. Kannst du das von deiner ganzen Arbeit sagen? Lars schwieg. Nein, sei vernünftig und gib mir zu, dass um des Vorteils willen die Arbeit so übertrieben werden kann, als ob wir nur dafür leben. Also liegt auch in der Arbeit eine Versuchung. Ja, eine Versuchung liegt in allem, Kinder. Eine Versuchung liegt in allem, entschied der Propst, indem er aufstand und, als wolle er der Sache ein Ende machen, seine Pfeife ausklopfte. In den vielen Umschlagtüchern seufzte es, aber es kam keine Antwort. Seht, begann Ödegard wieder, und der Propst stopfte sich eine neue Pfeife. Wenn nun die Arbeit einen Vorteil, das heißt Frucht bringt, so haben wir doch wohl das Recht, diese Frucht zu genießen. Wenn sie uns Reichtum bringt, haben wir doch wohl das Recht, diesen Reichtum zu genießen. Das erregte großes Bedenken. Einer blickte den anderen an. Ich will antworten, während ihr darüber nachdenkt, sagte er. Gott hat uns die Möglichkeit gelassen, seinen Fluch in Segen zu verwandeln. Denn er selbst leitete die Patriarchen und sein ganzes Volk zum Genuss des Reichtums an. Die Aposteln durften nichts besitzen, warf der junge Mensch siegessicher ein. Ja, das stimmt, denn die wollte er über alle menschlichen Lebensbedingungen stellen, damit sie nur Gott schauen sollten. Sie waren berufen. Wir sind alle berufen, nicht aber im gleichen Sinne. Bist du zum Apostel berufen? Der junge Mensch wurde leichenblass. Seine Augen unter der Stirnmauer verdüsterten sich. Er musste seinen Grund haben, sich das zu Herzen zu nehmen. Aber der Reiche soll auch arbeiten, meinte Lars, denn Arbeit ist ein Gebot. Gewiss soll er das, auch wenn er andere Mittel und andere Aufgaben hat. Jeder hat seine. Aber, sag, soll der Mensch unaufhörlich arbeiten?
Er soll auch beten, fiel die blonde Frau ein und faltete die Hände, als komme ihr jetzt zu Bewusstsein, dass sie es zu lange versäumt habe. Also immer, wenn ein Mensch nicht arbeitet, soll er beten. Kann das Mensch sein? Wer weiß es?